Heute in der Sendung: Flucht aus Afghanistan. Annika Hesselmann vom Flüchtlingsrat Niedersachsen zu Gast bei 0511. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Ja, die Bilder von der Machtergreifung der Taliban gingen um die Welt. Die Gefahrenlage hat sich seitdem in Afghanistan für die Zivilbevölkerung massiv verschlechtert. Ich begrüße heute Annika Hesselmann, Referentin beim Flüchtlingsrat Niedersachsen. Sie fordert die Aufnahme und eine Bleibeperspektive für die Menschen in Not. Guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Hesselmann, wie ist denn die aktuelle Lage in Afghanistan? Welche Menschen sind akut vom Taliban-Regime bedroht? Ja, das sind tatsächlich verschiedene Personengruppen. Wir sehen Menschen, die in Menschenrechtsorganisationen tätig waren, die mit deutschen Regionen gearbeitet haben, JournalistInnen, Mitarbeiter in der Regierung, aber auch ehemalige Polizeibeamte als gefährdet. Ja, das ist auch, das Amnesty International derzeit sagt, dass es da eben in ganz verschiedenen Personengruppen eine Gefährdung gibt und die Menschen rausgebracht werden sollten aus dem Land und das möglichst schnell. Ja, es findet ja derzeit eine große Migrationsbewegung aus Afghanistan nach Deutschland statt. Viele Leute fragen sich hierzulande, warum die Menschen sich nicht in den Nachbarländern niederlassen, wie Usbekistan oder Afghanistan. Warum kommen sie hierher? Ja, also dass eine große Migrationsbewegung stattfindet, ist gar nichts, was ich jetzt unbedingt unterschreiben würde. Also tatsächlich ist es so, dass die Fluchtrouten momentan dicht sind, sodass die Menschen eigentlich kaum eine Chance haben, auf irregulärem Wege überhaupt nach Deutschland zu kommen. Und wenn sie auf irregulärem Wege nach Deutschland kommen, dann sind es in der Regel Dublin-Fälle. Das heißt, dann wird durch das europäische Eurodac-System geschaut, ob ein anderes europäisches Land für die zuständig sind. Und häufig ist es dann eben auch der Fall und dann findet auch oft eine Rücküberstellung in andere europäische Staaten statt. Das heißt, was momentan stattfindet, ist, dass die Bundesregierung einige afghanische Staatsangehörige evakuiert hat. Das sind Menschen, die direkt mit deutschen Behörden zusammengearbeitet haben, zum Beispiel bei der Bundesregierung oder teilweise auch für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der GIZ gearbeitet haben oder bei anderen deutschen Organisationen. Momentan ist es so, dass weitere Personen evakuiert werden, die als besonders gefährdet gelten. Das sollen momentan 2600 Personen sein, die auf einer Evakuierungsliste stehen. Das ist natürlich ein sehr geringer Anteil, wenn man das in Relation setzt zu der gesamten Gruppe, die eben derzeit als wirklich gefährdet gilt. Ja, das Recht auf Asyl ist ja Teil der allgemeinen Menschenrechte und völkerrechtlich bindend. Warum gibt es denn immer wieder Diskussionen über die Aufnahme von Geflüchteten? Das Problem beim Asylrecht ist ja, dass Menschen nur um Asyl bitten können, wenn sie sich im Land aufhalten. Es gibt aber kein Visum zum Zweck der Einreise, sodass eine Person in Afghanistan nicht sagen kann, ich komme jetzt mit einem Visum nach Deutschland, schaue dann, ob mein Asylantrag positiv beschieden wird und ob ich dann da bleiben kann. Diese Möglichkeit, die besteht einfach faktisch nicht. Das heißt, Menschen müssen eben diesen illegalen Fluchtweg auf sich nehmen. Das ist aber einfach wahnsinnig schwierig, weil auch die europäische Abschottungspolitik da nach deren Ansicht Erfolge erzielt und die Menschen in den Herkunftsländern oder den Nachbarländern hält. Die allermeisten Menschen, die vertrieben sind, sind entweder Binnenvertriebene in den Staaten und leben dann noch in den Herkunftsstaaten in Bereichen, die vergleichsweise sicher sind oder dort versteckt, oder sie sind eben in Nachbarländern. Nur ganz wenige kommen tatsächlich nach Europa und wenn dann mit großen Strapazen. Diese Aufnahmeprogramme sind für die Menschen teilweise eine Lösung, dann diesen illegalen Fluchtweg nicht versuchen zu müssen, weil der auch wahnsinnig gefährlich ist, insbesondere für Frauen. Es gibt Statistiken darüber, dass aus afrikanischen Ländern die wenigsten Frauen über, also die Sahara überqueren können, ohne
vergewaltigt zu werden tatsächlich. Ja, und das ist nur ein Beispiel von eben ganz, ganz vielen Strapazen, die es auf der Flucht gibt. Und diese Aufnahmeprogramme können dem entgegenwirken. Die können eben dafür sorgen, dass Menschen dann sicher aus Nachbarländern einreisen können. In Afghanistan haben wir da momentan immer noch das Problem, dass die Personen überhaupt nur ganz schwer in die Nachbarländer kommen. Da fordern wir natürlich auch, dass es da Gespräche geben muss vom deutschen Außenministerium mit tatsächlich den Nachbarländern und punktuell auch mit den Taliban, um den Menschen die Ausreise ermöglichen zu können und dann erstmal in die Nachbarländer zu kommen. Aber auch dort sind die Nachbarstaaten nicht ewig bereit, die Menschen dort leben zu lassen. Es gab in der Vergangenheit beispielsweise aus dem Iran viele Abschiebungen wieder zurück nach Afghanistan. Da ist eben auch nicht zwangsläufig eine dauerhafte Bleibeperspektive gegeben. Und darüber hinaus stellt sich natürlich auch die Frage, wie es zumutbar sein kann, dass Pakistan jetzt nun wahnsinnig viele Afghanen aufnimmt, wo Deutschland ja einfach von den finanziellen Ressourcen und den Strukturen viel eher in der Lage ist, Menschen aufzunehmen und auch in das System zu integrieren. Ja, Sie fordern ja neben der Aufnahme auch eine Bleibeperspektive für die Menschen aus Afghanistan. Mhm. Wie kann diese konkret aussehen? Genau, also das betrifft jetzt Personen aus Afghanistan, die schon in Deutschland sind. Also es gab in der Vergangenheit ja eine doch vergleichsweise große Anzahl von Afghanen, die schon nach Deutschland gekommen sind und die hier aber nicht zwangsläufig eine Flüchtlingsanerkennung bekommen haben. Die Anerkennungsquote beim BAMF ist tragischerweise für afghanische Staatsangehörige bei unter 50%. Zumindest war das so in der Vergangenheit. Da wird man jetzt auch sehen, was sich da ändert. Und die Gerichte haben dann die Quote nochmal nach oben gezogen, weil die vielfach Bescheide von afghanischen Staatsangehörigen nochmal korrigiert haben und das BAMF verpflichtet haben, dann eine Zuerkennung zu ermöglichen. Aber dennoch gibt es viele geduldete Afghanen oder Afghanen mit sehr prekären Aufenthaltsstatusen. Ja, und da fordern wir, dass anerkannt wird, dass die Menschen eben dauerhaft nicht zurückkommen können in die Länder und dann so möglichst unbürokratisch Aufenthaltstitel auch vergeben werden können. Da gibt es auch juristisch einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Folgeantrag, den wir jetzt auch empfehlen für afghanische Staatsangehörige in Duldung. Da haben wir auf unserer Internetseite einiges Informationen zu verlinkt, wie und wann das sinnvoll ist und wie der auszusehen hat, grob. Und dass die Menschen dann hier halt eben einen Aufenthaltstitel erhalten. Ja, Frau Hesselmann, haben Sie vielen Dank für das Interview. Gerne, Dankeschön. Ja, das war's für heute mit dieser Spezialausgabe von der 5.11. Morgen sind wir wie gewohnt um 18.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Alles Gute und bis bald.